Dreckiges Leder sieht nicht nur hässlich aus, sondern geht durch den Schmutz auch schnell kaputt. Ich bin Nico von den Autolackaffen und heute zeige ich dir, wie ich bei der intensiven Lederreinigung vorgehe. Das Abkleben mache ich nur zu Demonstrationszwecken, das sollst du bitte nicht nachmachen. Vor der Reinigung das Leder unbedingt absaugen, dazu auch die Kanten auseinanderdrücken und gründlich saugen, sonst ist es wie Sandpapier. Ich nutze den Lederreiniger Stark von Colorlock. Für dein eigenes Leder solltest du einen milden Lederreiniger zur regelmäßigen Reinigung verwenden. Der starke Reiniger ist nur im Rahmen einer seltenen intensiven Aufbereitung sinnvoll. Als Medium verwende ich das Interior Scrub Pad. Damit erreiche ich auch super schmale Bereiche und Nähte und schone das Leder. Ich entferne den überschüssigen Reiniger mit einem nebelfeuchten Tuch. Achtung, das Leder darf niemals nass abgewischt werden. Gleich danach trockne ich den Bereich mit einem weichen Mikrofasertuch. Ich reinige immer nur Teilbereiche und wische den Reiniger immer wieder zwischendurch ab. Generell sollten Lederoberflächen nicht über lange Zeit großer Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bitte verwende niemals einen Schmutzradierer aka Zauberschwamm für die Lederreinigung.